Ja, Herr Sattelberger. Hallo. Vielen Dank für die Zeit, für das Interview. Ist uns eine große Ehre, dass Sie dabei sein werden bei der Auftaktveranstaltung von Politik Neu Denken am 24. April. Thema des Abends: Politikversagen versus Bürgergesellschaft. Braucht Politik einen Neuanfang? Jetzt waren Sie lange Jahre Vorstand in der deutschen Wirtschaft, haben da ordentlich aufgemischt, Initiativen gestartet, Akzente gesetzt in der Wirtschaft. Jetzt sind Sie Bundestagskandidat für die Freien Demokraten, haben einen sehr aussichtsreichen Listenplatz auch bekommen, sodass die Chancen sehr hoch sind, bei entsprechendem Ergebnis auch ab Herbst im Deutschen Bundestag vertreten zu sein für München Süd. Warum jetzt nach so einer langen Wirtschaftskarriere nochmal die Politik? Also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist Pflichterfüllung. Sondern ich habe nochmal richtig Lust, Hand anzulegen. Mhm. Ich finde, Politik im Augenblick gibt Placebo-Pillen ans Volk, befriedet, organisiert den Stillstand. Wir leben eher in Angst- und Sorgenszenarien vor Migration, vor Terrorismus. Die ganze Frage der aktiven Zukunftsgestaltung geht total unter und ich möchte dann nochmal richtig zu diesem Thema aufmischen. So wie ich das in der Wirtschaft gemacht habe. Was ist denn jetzt notwendig, damit Politik aufgemischt werden kann? Weil wir haben auf der einen Seite Politikverdruss, Parteienverdruss nenne ich es eigentlich mal lieber. Und auf der anderen Seite ist Deutschland so politisch wie schon lange nicht mehr. Zahlreiche Initiativen, Bürgerbegehren, wir haben hier Tegel gesehen, wir haben Pulse of Europe. Die Leute wollen, nur die Parteien nicht. Wie können Sie sich das erklären? Ich glaube, die Bürger und Bürgerinnen müssen den Parteien den Hintern versohlen. Mhm. Wenn ich allein so Begriffe höre wie Bürgeranhörung, dann wird ja klar, was das für eine Kultur ist. Das ist eine Kultur, du kannst dir deine Petition kannst du mir gerne überreichen. Ich nehme das dann mit, was damit passiert. Du kriegst keine Rückmeldung, kein Feedback, sondern wir in der Politik, wir organisieren das schon. Das heißt, diese ganze Frage, wie zivilgesellschaftliche Organisationen die Politik herausfordern, auch wie sie sie zum Teil treiben und jagen, muss nochmal richtig neu diskutiert werden. Ich persönlich glaube, wir brauchen wieder eine lebendige außerparlamentarische Opposition, sozusagen als Gegengewicht zu den erstarrten parlamentarischen Mechanismen. Ein zweites großes Thema, das geht an die Substanz, wie Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben ehrliches Feedback bekommen, wie sie wirken, wo sie sich verbessern können, wo sie signifikante Schwächen haben, wo sie schlicht und einfach nicht authentisch bei dem Bürger, bei der Bürgerin ankommen. Es braucht eine ganz andere Feedbackkultur in den Parteien. Ich glaube auch, dass die Parteien viel von der Wirtschaft lernen können, wie dort Talentmanagement gemacht wird. Mhm. Denn was ich erlebt habe, auch in meiner eigenen Aufstellungsmarsch, das ist ja ein Windhundrennen. So, das ist zum Teil ja auch unzivilisiert. Mhm. Und wie kriegt man eine ordentliche Talentförderung, gute Debatten, gute Bewerbungsreden, gute Feedbackkultur, nicht hinterm Rücken reden, nicht mobben, sondern wirklich zivil als in einer zivilen und charakterlich guten Form miteinander umgehen. Dort müssen die Parteien natürlich auch nochmal eine ganz andere Kultur entfalten. Ich war übrigens bei den Neos in Österreich vor ein paar Tagen. Natürlich ist es eine ganz frische Bewegung, die nennt sich auch Bewegung und nicht Partei, aber da herrscht nochmal ein ganz anderer Stil, als ich es bei SPD, CDU, aber auch in Teilen bei der FDP kennengelernt habe. Jetzt sind Sie ja dafür bekannt, freie Schnauze zu sprechen, sozusagen. Sie wollen was verändern, Sie haben den Begriff ins Bergwerk reinfräsen geprägt, der ist mir immer noch im Kopf. Was sind Ihre Ziele und Ihre Absichten, wenn das alles positiv für Sie verläuft und Sie ab Herbst im Deutschen Bundestag sitzen? Was wollen Sie konkret verändern? Warum sehen Sie sich da am besten in der Position dafür? Also ich möchte auf zwei Feldern was verändern. Ich möchte beitragen zur Reform der Parteikultur, insbesondere natürlich innerhalb der Freien Demokraten, dass wir bessere, qualitativ hochwertige Formen der Aufstellung haben,
der Kandidatenbegutachtung auch vielleicht, dass Bürgerinnen und Bürger früher sehen können, was passiert da eigentlich in der Partei. Also diese ganze Frage einer lebendigen Parteienkultur ist für mich das eine Thema. Und das zweite Thema, ich glaube, ich bin da auch sehr bescheiden, ich möchte an zwei, drei wichtigen Themen, was das Thema Innovationsförderung in Deutschland betrifft, was das Thema Exzellenzkultur in der Bildung betrifft, dort möchte ich an zwei, drei großen Themen wuchtig mitgestalten und jetzt nicht die gesamte Welt verändern, aber so zwei, drei Sachen machen, wo man sagt, aha, das hat sich gelohnt, dass wir ihn in den Bundestag geschickt haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Wenn ihr mehr über Thomas Sattelberger erfahren wollt, wenn ihr klare Kante liebt und mehr erfahren wollt, was man tun kann, um Synergien zu schaffen zwischen Bürgergesellschaft und Politik, wie Politik fit gemacht werden kann fürs 21. Jahrhundert, dann kommt am 24. April ab 18.30 Uhr zu der Auftaktveranstaltung von Politik Neu Denken. Weitere Informationen und kostenlose Anmeldungen bekommt ihr unter www.politik-neu-denken.de. Vielen Dank.